Hey, liebe Leute, willkommen zurück zu Let's Play Sherlock Holmes Unfinished Business. Ich habe gerade irgendwie Angst, dass ich das im letzten Part gesagt habe. Naja, Tomb Raider Unfinished Business für den PC. Im letzten Part haben wir das letzte Level dieses Add-ons betreten, namens The Hive. Da. Und wir haben uns hier schon ein paar Gegnern gestellt, aber so viel noch nicht gemacht, außer dieses Kugelrätsel am Anfang. Das heißt, wir schauen uns jetzt in diesem meiner Meinung nach äußerst hübschen Raum um. Ja, ich habe irgendwie so ein Faible für kaputt. Okay. Die Falle, die wir hier gerade hören, ist, glaube ich, die, die wir im letzten Part durchquert haben. Also brauchen wir jetzt nicht wirklich Angst haben, dass hier noch so eine Falle auf uns zukommt. Ist zumindest meine Vermutung. I might be goddamn wrong. Okay, mich schießt natürlich schon wieder so ein Vieh ab. Wie soll das anders sein? Ich bin sehr glücklich übrigens. Nach wie vor, wir haben es irgendwie im letzten Part geschafft, die Magnums zu finden. In einem recht witzigen Incident, würde ich mal behaupten. Ja, mach nur. Schieß mich ab und schieß zurück. Der Ficker. Und irgendwas wollte ich dazu gar noch ergänzen, habe ich jetzt natürlich schon wieder vergessen. Eine ganz kleine Notiz, es könnte sein, ihr seht es ja entweder im Titel oder wenn dort nicht, dann zumindest in der Playlist, es könnte sein, dass es sich hierbei bereits um den finalen Part des Let's Plays handeln könnte. Ich glaube es aber nicht. Der Grund, warum ich es zumindest für möglich halte, ist, dass meine Rechnung dank des letzten Parts nicht mehr aufgeht. Weil wir tatsächlich mit dem Atlantean Stronghold fertig, also früher fertig waren, als wir es normalerweise für diese Rechnung gewesen wären. Das heißt, wir sind ungefähr einen Drittelpart voraus der Rechnung. Und weil dem so ist, könnte es eben sein, dass wir potenziell schon kurz vorm Ende sind. Ja, und ein Part weniger brauchen als in meiner Rechnung. Da es allerdings das letzte Level ist und es aktuell nicht unbedingt den Anschein hat, dass das letzte Level irgendwie nochmal nennenswert kürzer ist als was wir zuvor hatten, glaube ich trotzdem, dass wir nicht dann vermutlich, dass es jetzt nicht wirklich passiert, also dass wir nur noch diesen Part brauchen. Also ich denke, wir werden noch den nächsten Part brauchen. Da das Let's Play hier aber sowieso andererseits normalerweise eben nicht on demand kommt, wie eine Serie so in regelmäßigen Abständen von Tagen, Wochen, sondern bereits on demand online ist, wird das für euch alte Information sein, weil wenn ihr es bis zu diesem Part ja geschafft habt, das ist das Part 7, glaube ich, dann wisst ihr sowieso schon ganz gut, wie dieses Let's Play technisch funktioniert. Das heißt, ihr wart wahrscheinlich schon mindestens 7-mal oder 6-mal in der Playlist. Und das würde bedeuten, dass ihr sehr gut wisst, wie viele Parts in dieser Playlist sind. Und zwar besser, als ich es zum aktuellen Zeitpunkt weiß. Deswegen, für euch sind es keine neuen Informationen, außer ihr habt irgendwie auf die Playlist geklickt und ohne zu schauen, habt ihr einfach in Dauerschleife, in durchgängiger Wiedergabe am Laufen. Das kann natürlich auch sein, so dann ist es für euch vielleicht auch neue Informationen, dass wir uns entweder im letzten oder vorletzten Part irgendwas, wo ich gerade drüber gelaufen bin, hat getriggert, dass die Tür da hinten aufgeht. Das muss ich mir mal merken. Wieso? Naja, okay, alles gut. Es war also mehr so ein bisschen Gebrabbel für mich, weil ich halt natürlich noch nicht weiß, wie lang der ganze Spaß hier noch sein wird. So, ich werde jetzt erstmal kurz, weil ich das ungute Gefühl habe, dass es auf Zeit ist, wenn ich... Okay, wir können das ja einfach anders machen. Ich ignoriere die Tür erstmal ganz kurz und sammle erstmal entspannt die Uzi-Clips, weil ich vermute mal, einfach auf diesen Block dort zu steigen, könnte der Trigger sein für die Öffnung dieser Tür. Ich halte es trotzdem gerade für recht wahrscheinlich, dass es eine Zeitschalttür ist. Und es hat sich gerade bestätigt. Dann frage ich mich, ob der andere Block dann vielleicht die andere Tür öffnet. Aber
Ist mir gerade erstmal relativ Wurst. Das hier öffnet auf jeden Fall die. Dann kann man so. Hä, okay, wie du bist. Alles klar. Weiß ich jetzt nicht, wieso sie da jetzt runtergefallen ist, aber in Ordnung. So. Und so. Und so. Und so. Und so. Und so. Und dann sollten wir es geschafft haben. Wenn es jetzt nicht irgendwie wieder die Tür aus dem Nichts ins Nichts kickt. Das hatten wir ja auch schon mal. Oh Gott. Moment, da ist ein Schalter. Aber ich habe das Gefühl, die andere Tür wäre glimpflicher gewesen. Na gut, aber ich komme ja trotzdem zu dem Schalter. Wenn ich hier so rüberspringe, oder? Was war das denn? Jesus. So. Ah, der macht die Tür hinter uns wieder auf. Warum will ich das? Warum, oder anders gefragt, warum sollte ich das wollen? Okay. Generell gerade keine Ahnung, was hier gerade der Weg, das Ziel hat. Nee. Ich dachte gerade kurz, es fängt die böse Kampfmusik an. Die böse Kampfmusik, die bedeutet, dass Gegner in der Nähe sind. Da hätte ich jetzt nicht, sage ich ganz ehrlich, hätte ich jetzt gerade nicht ganz so. Es ist eine schräge Scheiße. Nicht ganz so die Motivation für gehabt. Aber wenn es so ist, machst du nichts. Ne? Ach. Das sind unschöne Höhen, die Blöcke hier. Die gefallen mir nicht. Okay, aber wie komme ich denn dann hier... Oh, die Kamera hier ist eine absolute Katastrophe. Okay, meine Idee wäre, ein bisschen so drehen, abspringen nach rechts. Ja, alles klar. Und natürlich haben wir hier einen Pfeilhüpf, Bummschieß, Gedöns, Ziegel, Guff, Glaff, ignorieren, was auch immer ich gerade versucht habe zu sagen. Oh, noch einer. Ich hab die Magnums, du kannst mir gar nichts. Wie viel Munition habe ich dafür jetzt eigentlich? 20 Schrotflinte, 696, das ist gar nicht mehr so viel. Wir hatten über 800, aber ich habe noch 1200 Uzi-Schüsse. Das heißt, wir sind im letzten Level, wir können alles rausballern. Ich benutze die Magnums jetzt so lange... Was ist denn da passiert? Ich war doch mit dem Fuß schon oben. Ach. Naja. Das heißt, egal was... Ich kann mich da nicht dran festhalten. Egal was jetzt ist, ich benutze die Magnums jetzt einfach, bis sie leer sind. Und sobald sie leer sind, benutze ich die Schrotflinte, bis sie leer ist. Und sobald die Schrotflinte leer ist, benutze ich die Uzis, bis sie leer sind. Also ich glaube, wir sind über den Teil der Ressourcenknappheit in Unfinished Business jetzt auch hinaus. Ich glaube, da passiert nicht mehr so viel. Ich glaube, die Sache ist gegessen. Nee. Wie wär's, wenn du stattdessen einmal hüpfst und dich da nicht festhalten kannst? Ach so, Moment mal. Wieso mache ich es mir eigentlich so schwer? Ich kann doch von hier aus einfach an diese Kante springen. So. Beziehungsweise ich baue nicht mal die Kante. Und du willst jetzt ernsthaft nicht auf den Gegner da oben zielen, ja? Habe ich das richtig verstanden? Also offensichtlicher in deiner Fresse könnte dieser Zentaure eigentlich nicht stehen. Lara. Was hast du erwartet? Was hast du erwartet? Was ist dein Gedanke gerade gewesen? Das habe ich jetzt nicht nachvollziehen können. Ich kann hier eh einiges nicht ganz nachvollziehen. Also was soll das? So. Es geht hinunter. Da. Mir ist der Schaden in der Regel recht egal, aber da habe ich jetzt gerade wirklich Schaden eingesteckt, den ich so oder so hätte einstecken müssen. Okay. Gut. Dann. Das ist egal. Okay, ja, den Raum haben wir gerade schon mal gesehen, durch die Glaswand da hinweg. Und das hier sieht nach einem
Trial and Error aus, habe ich irgendwie das Gefühl. Nö. Nö. Was waren hier gerade? War hier gerade ein Unterwassergegner? Oh, ich dachte gerade, hier war jetzt ein atlantischer Hai oder sowas am Start. Da hätte ich ja jetzt gerade gar keinen Bock drauf gehabt, sag ich, wie es ist. Okay, erstmal einen Punkt Ruhe suchen zum Raus. Schwimmen. Gegner. Na komm. Ich weiß, du willst es. Bitte lass mich nicht erst zu dir kommen. Wir wollen es beide nicht. Du willst mich mit deinen Pfeilen abschießen, ich dich mit meinen Magnums. Es beruht doch alles auf Gegenseitigkeit hier, nicht wahr? Fick dich. Ihr merkt schon, dass ich vielleicht im Vergleich zum Tomb Raider 1 Let's Play so eine gewisse passive Aggression oder auch recht aktive Aggression an den Tag lege. Ich weiß auch nicht warum. Hat nichts mit den Gegnern zu tun. Wirklich, ich bin so glücklich, dass ich die Magnums mittlerweile habe. Die machen einiges doch nennenswert einfacher. Auch wenn das Spiel gerade, genau wie im ersten Teil, mit den ganzen Clips hier sehr, sehr versucht, einen dorthin zu lenken, stattdessen die Uzis zu benutzen. Und vielleicht werde ich das sogar nochmal considern, aber erst gleich. Und da war jetzt gerade ein sehr großer, langer Raum. Der aussah, als wäre da noch viel, aber ich habe jetzt gerade irgendwie mehr Bock, hier weiterzugehen. Ach du Heilige. Gut, die sind okay, weil die kann man in der Regel gut austricksen. Ja, zu zweit trifft man dann auch hier in der Luft immer mal so ein Ding. Aber die sind halt nicht so eine Katastrophe wie zum Beispiel zwei von den Katzen. Die Zentauren hier, überhaupt kein Thema. Easy peasy lemon squeezy. Zwei von denen einfach mal eben weggeschnitzelt. So. Hm. Ist okay, ihr könnt mir mehr von denen geben. Wirklich. I don't mind. Aber wir haben wieder zwei Hebel. Du machst rechts auf, du machst links auf. Nee, das war eine Glastür. Das war die Tür. Okay, da kommt jetzt ein Gegner rausgehüpft. Die Glastür muss ich mir dann gleich nochmal anschauen. Aber jetzt muss ich erstmal gucken, was ist denn mit den Uzis hier? Mit den Clips. Will er gar nicht kommen. Zentaurenmann. Zentaurenfrau. Zentauren. Hoffentlich niemals Mensch gewesen. Also an sich ergibt es Sinn, dass ich diese ganzen Gegner, also dass Lara die Intention hat, diese ganzen Gegner zu eliminieren. Weil der ganze Sinn, glaube ich, dass dieser Level ist, Unfinished Business, ne? Hier gibt es noch was. Das wurde bei der Explosion damals nach dem Kampf gegen Magda. Bitte nicht. Ich habe die Waffen nur aus Versehen weggesteckt. Komm her. und deswegen ist natürlich irgendwie jetzt die Intention oder sollte Laras Intention vermutlich sein, das alles endgültig zu vernichten, weil hier sollte vielleicht nicht so viel von überbleiben, halte ich insgesamt eigentlich auch relativ sinnvoll. Ach Gott. Was machst du, wenn ich jetzt einfach wegschwimme? Oder ist es so, wenn ich das jetzt drücke, dann gehen die oben auch auf und ich mache es mir eigentlich gerade nur schwierig in der Tür? Okay, was machst dann du? Ah, Tür auf der anderen Seite. Hm. Ah ja, moin. Nee, solange das Spiel mir die Option gibt, euch einfach zu ignorieren, sehe ich nicht ganz den Grund, euch nicht zu ignorieren. Aber ich muss wahrscheinlich eh wieder zurück. Und da hinten ist noch sowohl ein großes Medipack als auch Uzi-Munition und das macht die Tür auf. Das alles hier ist eine ganz schöne Goldgrube eigentlich. Aber ich nehme jetzt nur das Medipack mit, weil für das andere fehlt mir die Luft. Oder kann ich durch die Tür nochmal zurück hier? Dann würde ich nochmal Luft schnappen, weil hier sind schon wirklich viele Gegenstände. Dieser weirde Bug, wenn ich hier unter Wasser abgefackelt werde. Ah.
So, holt man noch? Ja, noch Simoni. Ich würde dann gleich noch einmal zurück und Luft holen. Ein letztes Mal, auch wenn ich weiß, dass es mir sehr wehtun wird. Aber ich habe ja viele Medikamente von daher. Ach, wisst ihr was? Wisst ihr was? Zur Feier des Tages. Also, in dem Moment, wo man aus dem Wasser steht, sind die Gegner noch ziemlich abgefuckt, die zerdauen. Ansonsten können die nichts. Ich merke schon, jetzt wird der Fliegebastard hier nervig. So. Ich ziehe das jetzt durch. Ich lasse mich doch nicht von euch beirren. Der schießt gegen die Wand. Den hätte ich mit der Pistole sogar easy platt gekriegt. So. Warum der Geiz? Also wirklich, warum sollte ich jetzt noch geizig sein mit Medipacks und Munition, wenn die Räume gerade so hier aussehen und wir uns im letzten Level befinden? Da sehe ich gerade überhaupt keinen Grund, noch irgendeine Form von Geiz zu zeigen, offen gestanden. Also sowohl Geiz des Gegners tötens, als auch Geiz des Munitionsbenutzens eben damit, als auch Geiz des Heilens. Und ich glaube, ich werde jetzt sogar mal auf die Usis umstecken. 2345. Das ist krass. Jesus, das ist krass. Oh. Wenn wir schon dabei sind, dann muss ich das natürlich auch noch mitnehmen. Ich habe irgendwie gerade das Gefühl, kann sein, dass ich mich irre, aber ich habe gerade das Gefühl, dass die Luft schneller ausgeht als sonst. Aber ich glaube, es ist wirklich nur Einbildung. Dadurch, dass ich hier so viel Zeit mit Items aufheben verbringe, kommt mir das, glaube ich, nur so vor. Oh, ich werde schon wieder abgeschossen. Okay, denken wir nochmal kurz zurück. Dieser eine Raum, den ich jetzt gerade hinter mir habe, war da noch irgendwas? Lohnt es sich noch in irgendeiner Weise dort nochmal hinzugehen? Hat es mir überhaupt irgendwas gebracht, außer dass ich viel Munition gefunden und viel Munition verschwendet habe? Ich habe das Gefühl, viel mehr als das war das gerade nicht. Und jetzt bin ich mir gerade nicht sicher, das hier ist nicht der Weg, von dem ich gekommen bin, oder? Ach, das ist der, in dem ich gerade schon... Das ist genau der, in dem ich gerade war. Ja. Aber wir hatten ja mit dem einen Hebel da unten... Hatten wir irgendwo noch so eine Glastür geöffnet. Das wird bestimmt irgendwo hier drin sein. Das ist eigentlich das Einzige, was Sinn ergibt. Und die waren, soweit ich mich entsinnen kann, nicht unter Wasser. Das, by the way, finde ich das Schlimmste, dass es wirklich Gegner gibt, die einen in dieser Frequenz unter Wasser und im Wasser und beim Rauskommen abschießen können. Das war in allen anderen Tomb Raiders auch so, aber zum Beispiel in Tomb Raider 2 hätte ich die Möglichkeit gehabt, entweder mal in Deckung zu schwimmen oder ich hätte die Option gehabt, die Harpune auszurüsten, damit die mich gar nicht erst, damit ich die von unter Wasser einfach gleich abschießen kann, zurück. Alles Optionen, die sie nicht gibt. So, dafür haben wir die ganze Munition jetzt gerade gefunden, um weiterhin 500.000 von denen abzuschießen. Spaß, 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 Spaß. Ich weiß gerade leider eben nicht, was ist das Ziel, wo will ich hin? Ich habe ja auch gar nicht mehr irgendwie wie in den Ägypten-Leveln noch irgendwie etliche Schlüssellöcher und etliche Schlüssel, die ich die ganze Zeit irgendwo finde. Sondern einfach gerade, ich gehe weiter, hoffe, dass ich
den richtigen Weg gehe, erschieße dabei 500.000 von diesen Gegnern, finde quasi unendlich Munition für die Uzis. Und ja, hoffe, dass ich irgendwo rauskomme, wo dann die Credits laufen. Naja. Ist nicht ganz so transparent, aber ja, ich habe die Glastür auf jeden Fall noch nicht gefunden. Es ist jetzt relativ klar, dass ich die Glastür suche. Und seit wann ist der da? Der war gerade noch nicht da. Der auch nicht. Schon wieder zwei neue. Mhm. Würde mich nicht wundern, wenn hier gleich noch ein dritter neuer ist. Einfach so. So langsam muss ich dann auch wieder aufpassen, weil unendlich Medipacks habe ich natürlich auch nicht. Auch wenn sich's für einen Augenblick so angefühlt hat. Okay, wo könnte sich diese Tür geöffnet haben? Wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht unter Wasser war. Also brauche ich unter Wasser eigentlich nicht suchen. Beziehungsweise, ich kann hier natürlich mal reinschwimmen. Vielleicht ist hier auch irgendein Weg, der mich dann irgendwo hinführt. So zum Beispiel, wenn ich hier so reinschwimmen könnte, aber ist nicht der Fall. Hier liegen stattdessen nochmal zwei kleine Medipacks. So viel zu der Unendlichkeit dieser. Übrigens, sorry, wenn ich gerade ein bisschen leiser rede. Mein Mitbewohner ist irgendwie die ganze Zeit im Flur. Okay. Und da fühle ich mich unwohl, wenn ich so laut rumrede mit dem Let's Play. So. Ich könnte, es sieht manchmal so aus, als könnte ich in der Mitte hochklettern. Weiß aber nicht, ob das der Fall ist. So, hier war ich ja schon. Das heißt, da drüben bin ich rausgekommen. Da waren wir gerade schauen. Und da drüben, da waren wir jetzt überall. Da gibt es ja eigentlich nur noch den Weg. Aber das ist ja der, den ich gekommen bin, oder? Ich bin ja von oben gekommen. Oder bin ich von hier gekommen? Nee, bin ich nicht. Gut, ich speichere hier mal fix und gehe nochmal in diesen Raum hier reinschauen. Weil vielleicht ist ja doch dieser Raum, der aufgegangen ist, hier irgendwo. Ich habe mich hier nicht ausreichend umgesehen, glaube ich. Also ich weiß halt nur, dass es so eine Glastür war, ne? So eine, die so eine Textur hat wie dieses große Fenster dort vorne. Was passiert denn, wenn ich es nochmal zurückdrehe? Hat mir ganz komische Sachen gezeigt. Das sah jetzt gerade nicht mehr aus wie eine Glas. Achso, ich habe auch den hier zuerst gedrückt. Das war ja der. Aha. So einen Raum habe ich aber jetzt gar nicht gesehen, ne? Ah. Aber auch nicht hier. Hier ging es auch nirgends weiter, ne? Das ist alles. Das ist alles Sackgasse. Aber hier wäre zumindest der richtige Boden. Okay, so einen Boden suche ich also. Diesen komischen, fadigen Sandboden. Besser kann ich es nicht beschreiben. Und wie gesagt, es wird schon so seinen Grund haben, dass ich hier lang zurück kann. Rein. Hier sind auch genau solche Säulen. Dann ist es wieder, also dann muss es ja eigentlich wieder oben sein. So ein Boden, da hätte noch gepasst, aber da war es jetzt halt nicht. Nee, dann muss ich hier höchstwahrscheinlich einfach wieder hochklettern. Das. Ich kann es mir gerade offen gestanden nicht anders erklären, / vorstellen. Okay, da muss ich nur den. Nicht Raum, denn den richtigen Weg finden, natürlich. Zum Beispiel hier lang. Hier brauche ich noch mal. Uzimuni. Und das sieht doch jetzt schon von der Bodentextur und auch von der Wandtextur wieder ein bisschen mehr aus wie das, wonach ich suche. Die sind nämlich auch wie diese Säulen und dann behaupte ich mal, es muss dann eigentlich genau hier sein. Der Raum sieht exakt so aus. Ja, genau hier ist es. Alles klar. Bin ich erstmal glücklich, dass es keine Zeitschalttür war. Weil das hatten wir jetzt auch öfter schon. Da
war jetzt aber gerade nicht ernsthaft das Secret-Geräusch, oder? Nee, das würde ich nicht akzeptieren. Hier ist auch so eine andere Tür noch. Komme ich hier hoch? Sieht irgendwie aus, als wäre da noch was. Medipack. Ja, also die Ressourcenknappheit, die in den ersten beiden Leveln oder am Anfang des ersten Levels noch gegeben war, ist long gone. Also da ist nichts mehr von übrig. Nicht ansatzweise. Nicht im geringsten. Oh. Okay, hier sind schon wieder zwei solcher Türen. Aber die sind beide zu. Jetzt nicht mehr. So schnell kann es gehen. Oh Gott. Okay, was ist das jetzt schon wieder? Aha, hier sind ein paar von den Gegnern. Werden die irgendwie lebendig? Es scheint ja gerade irgendwie so, als so viel Schrotflintenmunition wie hier liegt, sieht es ja fast schon aus, als wäre meine Aufgabe, die jetzt alle zu töten. Und das nehme ich jetzt einfach mal so in Kauf. Aber ich kann sie bisher weder anvisieren noch erwachen sie durch das Aufheben von Items zum Leben. Also danke für die ganze Schrotflintenmunition. Oh Gott. Das Licht ist angegangen. Das ist schlecht. Das Licht ist angegangen. Das kann ein gutes Zeichen. Oder ist eine Tür aufgegangen, oder? Oder nee, das ist die, wo ich hergekommen bin, oder? Okay, jetzt geht's los. Alles klar. Ich habe schon mal drei von denen am Leben. Ich kann ja jetzt einfach meine ganzen Medipacks rausballern, oder? Okay, was triggert das jetzt? Triggern die jetzt einfach alle, sobald ich mich irgendwie hier hinstelle? Oder? Moment mal, der ist jetzt getriggert und rennt weg. Will er wiederkommen, wenn ich hier schon stehe? Oder hat er da nicht so Bock drauf? Okay, aber jetzt ist nur der eine getriggert. Jetzt ist der getriggert, okay. Jetzt ist der da hinten getriggert. Ich versuche mal stehen zu bleiben, weil ich habe das Gefühl... Nein, oh ja, schütze mich in die Lava. Ich habe das Gefühl, dass bestimmte Bodenareale... die Spawns triggern, also die Aktivierungen triggern quasi. Und vielleicht soll ich mal nach jedem besiegten speichern. Aber das hier triggert zwei. Nicht bewegen. Nee, aber jetzt ist der dritte getriggert, also gibt es doch wieder keinen Sinn. Kurz mal heilen. Gerne noch mit einem großen. Man dreht sich einfach langsamer als die an einem vorbei. Das ist schon echt ätzend. So, jetzt fehlen noch zwei. Was triggert euch? Das triggert dich, okay. Warum auch immer. Oder ist noch einer? Fuck. Ich will noch drei. Warum schießt du mich nicht ab? Hm, mach doch das lieber. Das wäre doch einfacher, als wenn du mich die ganze Zeit anhüpfst. So, der fehlt noch. Nicht in die Lava. Ich habe nicht gespeichert gerade. So. Benutzen wir nochmal ein kleines Medipack. Jetzt haben wir den Raum geklärt. Jetzt ist die Frage, ob das jetzt
notwendig war und falls ja oder falls nicht, egal ob die andere Tür jetzt hier offen ist. Die andere Tür ist offen. Kommt jetzt hier nochmal genau so ein Raum? Nee. Aber auch wieder irgendwelche Bodenplatten, die so aussehen, als würden sie irgendwas bedeuten. Wir haben einen Raum mit vier Nestern und zwei Schaltern. Was kann das nur bedeuten? Doch nicht etwa, dass jeweils zwei zum Leben erweckt werden, wenn ich diese Schalter drücke. Oder dass alle vier zum Leben erweckt werden, wenn ich beide Schalter drücke? Oh Gott. Weder noch. Die Tür ist offen. Okay. Hier sind jetzt wirklich viele. Also wenn die jetzt alle zum Leben erwecken, dann streike ich. Erwachen wir nicht. Ich habe zwar noch 2000 Uzi-Schuss, aber weiß ich nicht. Bin ich eigentlich jetzt noch? Ich bin noch auf der ersten Seite. Ich habe das Gefühl, das wird jetzt gleich nochmal ein richtiger Boss-Marathon hier. Oder auch nicht. Aber wir bekommen nochmal Uzi-Muni. Und ein großes Medipack. Und wir sind wieder bei 30 Minuten angekommen. Ich habe irgendwie das Gefühl, wie gesagt, ich kenne die Level nicht, die sind blind und so weiter, aber ich habe das Gefühl, wir nähern uns gerade mit sehr großen Schritten dem Ende. Deswegen dachte ich gerade, ich mache noch ein bisschen weiter. Aber wenn ich jetzt nochmal Muni und Heilung alles bekomme, vielleicht fehlen uns nur noch ein, zwei Räume. Das ist gerade irgendwie so mein Instinkt. Vielleicht aber auch nicht. Deswegen sage ich lieber nochmal bis zum nächsten Part. Macht's gut.